Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, nachdem wir in der letzten, naja, nicht in der letzten Folge, in den letzten Folgen hier mal diese ganze Anlage fertig gemacht haben, die ist auch mittlerweile ordentlich vollgelaufen. Und ja, hier haben wir auch schon einiges an Charcoal bekommen, funktioniert so wie ich das wollte. Holz haben wir jetzt auch noch was über, also, naja, da können wir jetzt mal laufen lassen. Ich werde jetzt mal aufzugehen, ein bisschen farmen, bevorzugt auf Kupfer, habe da auch einiges zusammenbekommen. Ich bitte schon mal jetzt wieder Entschuldigung, wenn ich wieder ein bisschen verschnupft oder so klingen sollte. Ja, ich war jetzt vor kurzem noch krank, ich weiß es, aber ich habe einen Rückanfall bekommen, habe ich da nicht so ganz auskuriert. Aber naja. So, ich muss gerade zugeben, ich bin gerade so ein bisschen planlos in die Aufnahme gegangen. Obwohl, nee, warte, ist ja gar nicht wahr. Ich weiß, was wir machen könnten. Und zwar hatte ich ja in der letzten Folge schon mal angekündigt, dass ich gerne mal das Crossbreeding von Industrial Crossers angehen würde. Aber was ich jetzt mal zuerst mache, das geht mir dann auf die Eier, dass da hinten die Truhe immer so voll ist. Deswegen machen wir jetzt mal hier für die Bienen, machen wir mal radikal Kur, sag ich mal, und machen uns eine Apiaries Chest. Ne, das ist die Apiaries Maschine, Apiaries Chest. Wir brauchen halt einfach nur eine Truhe, Glas und Waben. Die Waben haben wir, Glas haben wir auch, wir brauchen einfach nur noch eine Truhe. Jo, das war schon mal knapp daneben. So, die stelle ich jetzt mal direkt hier neben. Nehme hier mal die Papier raus. Was kann die Apiaries Chest? Das ist einfach eine kleine, ich sag mal, Datenbank für Bienen. Klingt eigentlich ganz nett ausgedrückt. Und wie ist es anders ausgedrückt? Ich sag mal, das Endlager der Bienen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal wieder hier ein bisschen Platz. Was brauchen wir für das Crossbreeding? Wir brauchen jetzt mal sogenannte Crops. Das sind die hier. Die werden ganz einfach aus Sticks gemacht. Das sollte kein Problem sein. Nehmen wir einfach mal hier das Holz und schmeißen das in die Sommel. Das soll sich ja so richtig klappen. Bin ich gerade doof? Ich meine, natürlich bin ich doof, aber... Ach nee, das war ja nur... Ja, ich bin doof. Ich habe gerade die Rezepte verwechselt. War ja noch damals bei Maritiva, das war nur bei sammelschnellen Mechanismen in der Formel so. So, machen wir uns gerade mal 12 Crops. Nehmen wir uns ein Wasser mit. Das Ganze mache ich dann einfach mal hier hin. So, was brauchen wir jetzt fürs Crossbreeding? Ich setze auf jeden Fall hier eine Fackel noch hin, mache ich da, damit das schön beleuchtet ist. Und jetzt brauchen wir ein paar Seeds. Was können wir denn alles? Wir haben hier normale Weizen-Seeds, Sugarcanes gelten auch als Seed, Potato. Ich wollte gerade sagen, haben wir keine Karotten mehr, das kann nicht sein. Ich hatte noch hier welche angepflanzt. Quasi so alles, was man anpflanzen kann, vanillabedingt und so weiter, kann man anpflanzen. Wie wird das jetzt gemacht? Wir machen hier einfach ein 3x3 Feld, setzen hier Crops hin und setzen dann hier Karotten hin. Ach, das sind Baked Potatoes. Eine Potato, Sugar Canis und Seeds. So, jetzt haben wir die schon mal angepflanzt. Jetzt sind hier drin. Wie geht's jetzt weiter? Wir setzen jetzt hier die Crops so hin, zweimal hinsetzen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, das ist jetzt einfach schon mal soweit das Crossbreeding. Jetzt wartet man, bis das hier komplett hochgewachsen ist. Und dann, wenn man Glück hat, verbindet sich hier was. Dann kommt eine neue Pflanze. Ein sogenannter Unknown Crop war das so. Ein Unknown Crop kommt dann, glaube ich. Den kann man dann, wenn er ausgewachsen ist, abbauen. Dann kriegt man, glaube ich, ein Seedback und den kann man dann in Crop Analyzer
wird so gebaut, werden wir uns noch nicht bauen, weil ich mit Industrial Craft erstmal noch was warten möchte. Kann man dann halt die Crops analysieren. Da kannst du später so Pflanzen bekommen, da die dir einfach mal Gastränen geben und so weiter. Ist recht cool. Da sind wir auf jeden Fall noch Kilometer weit von entfernt. Was ich jetzt erstmal machen möchte, wir bauen uns nämlich jetzt noch etwas Besonderes, und zwar einen Grafter. Gibt's den Frosty Grafter, den normalen Grafter, der wird aus dem Bronze-Ingot oder Tinker's Alloy-Ingot und 2-6 gemacht. Oder es gibt den Proven Grafter, der wird aus. Okay, der wird halt gar nicht gemacht. Und es gibt dann von Genesee einen Industrial Grafter, der ist schon teurer mit Dias, einem Grafter und einem Power-Modul, das aus Gold und Bronze und so weiter. Also wir machen das mal den normalen Grafter deswegen. So, haben wir noch einen Bronze? Natürlich nicht. Ja, so. Zinn habe ich auch keines mehr. Wieso machen wir jetzt schon wieder was anderes? Ganz einfach, das Crossbreeding dauert eine Zeit. Und in der Zeit würde ich gerne nämlich noch was anderes machen. Und zwar, ich mache nochmal hier die Erze ganz kurz rein. Und zwar ist mir aufgefallen, dass das so mittlerweile ja ein bisschen unproduktiv ist. Also es kommen nicht immer viele Äpfel raus. Und wenn wir mal hier nach unten schauen. Hier die Biomasse ist teilweise schon leer. Okay, hier ist es noch gut gefüllt, aber hier kommt nicht genug Fruitjuice rein. Es kommen einfach nicht genug Äpfel an. Und diesbezüglich, wenn wir uns mal einen Apfel anschauen. Ein Apfel gibt 200 Fruitjuice, aber wir können noch über andere Früchte Fruitjuice machen. Über Papa, nee, Crabapple. Crabapple klingt irgendwie. Das erinnert mich gerade richtig stark an Edna Krabappel von den Simpsons. Die Lehrerin von Bart Simpson. Und nee, nur von Bart Simpson. Also auf jeden Fall so ein Crabapple. Ich glaube, das ist so ein Granatapfel. Gibt 150 Fruit Juice, ist sogar noch weniger. Eine Orange gibt schon 400. Eine Kumquat 300. Eine Lime, eine Mohne müsste das sein. Muss man sagen, das war eigentlich ein bisschen eingerostet. 300. Blackthorn, weiß ich jetzt echt nicht, was das ist, gibt aber nur 50. Auf jeden Fall, ich hab's auf. Nee, nicht die. Wo ist sie? Nein, Banane war das auch nicht. Bin ich jetzt total geistig doof? Ich meine, natürlich bin ich geistig doof. Ah, hier ist sie. Wir wollen die Limone haben. Die Limone kriegt man von Limonen-Saplings, so hätte ich gedacht. Und die muss man sich halt dann erstmal züchten, indem man einen Silver Lime Sapling mit Hill Cherry Pollen im Mutator reinschmeißt. Oder über Tree Breeding. Und ja, ich wollte das einfach später bei den Mutatoren machen. Und die Hill Cherry Pollen kriegt man entweder Silver Birch Pollen mit einem Silver Lime Sapling kreuzen. Oder Apple Oak Pollen mit einem Silver Lime Sapling. Und wir brauchen halt Silver Birch und Apple Oak Pollen, damit wir den Silver Lime bekommen. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal ein paar Birken. Und die wollte ich jetzt erstmal suchen gehen. Wie man an die Pollen rankommt. Ja. Das ist eine verdammt gute Frage. Und zwar bin ich mir da nicht so sicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass das ein bisschen mit der Bienenzucht zu tun hat. Ich müsste da eigentlich nochmal mit dem Street Digger drüber sprechen. Der hatte das ja. Im RIT, damals hat er sich mit beschäftigt. Hatte da ja eine Einführung von Baker Man in Butze bekommen. Aber das wird mir jetzt schon zu dunkel. Ich gehe lieber nochmal zurück. Nochmal schnell schlafen. Ja, Thema Street Digger. Ah, wie. Hier, das ist schon sehr schön gewachsen. Ups. Das war jetzt sehr schlau. Ja, hat doch einfach mal den ganzen Fortschritt weg. Ja, Thema Street Digger. Ich habe eben erstmal auf meine YouTube-Seite mal geguckt und oder gesagt Google Plus und gesehen, ah, der hat mich angeschrieben oder gesagt, hat mir einen Kommentar verfasst. Okay, da muss ich eigentlich wieder, das ist ja auch nicht so ganz richtig. Ich habe eigentlich erst ihm einen Kommentar verfasst und zwar schaue ich auch noch ab und zu sein Singleplayer-Let's Play von Minecraft, also Vanilla Minecraft. Ja, leider nur ab und zu.
bin teilweise echt ein bisschen eingerostet von vielen Let's Plays momentan. Auf jeden Fall, der hatte mich da gefragt, als ich einen Kommentar verfasst hatte, ja, bei dir wird das und das so reinpassen. Da hat er mich gefragt, ob ich nicht einfach mal vorbeikommen möchte bei ihm in die Aufnahme. Und ja. Jetzt mal eine Frage an euch. Würdet ihr wollen, dass ich das Ganze mal aufnehme, wenn ich damit mache? Also ich werde auf jeden Fall zusagen, das auf jeden Fall. Ich weiß halt nur noch nicht wann und wo. Okay, wo wahrscheinlich bei ihm auf dem Server. Oh Gott, war der jetzt schlecht. Ja, nur das Wann ist so eine Sache. Ich bin halt, wie gesagt, immer noch so ein bisschen. Enderfrau. Komm schon. Ach, jetzt komm schon. Wieso lässt denn hier kein Scheiß Enderman eine Enderperle fallen? Alter, wo kommen die jetzt alle her? Naja. Auf jeden Fall daher die Frage, wollt ihr das Ganze dann auch nochmal bei mir sehen? Also ich werde auf jeden Fall. Oh, hier geht's tief runter. Schon, dass ich das dann ganze Nacht dem lieben Street Digger hochlade, weil es ist ja halt sein Let's Play und ihr solltet ja alle schon auch noch schön bei ihm schauen. So, was mache ich jetzt hier eigentlich schon wieder? Ich bin hier wieder voll Brain AFK am rumlatschen. Wie viel ist. Ja, okay, 4 Birch Saplings. Ich wollte gerade fragen, ob wir überhaupt noch Apple Oak haben. Das war, glaube ich, der Witz des Jahrhunderts, nachdem wir ja jetzt unendlich haben. Huhn. Seht ihr, das Huhn antwortet sogar. So. Und zwar brauchen wir für die Baumzucht, war das meine ich so, dass man dann ein bisschen Platz braucht. Ich werde das jetzt mal hier auf dieser Ebene machen. In der Nähe von Bienen. Und zwar setzen wir uns jetzt halt hier mal einen Baum hin. Lass mal was Platz. Machen wir nochmal. Würdest du diagonal haben? 1, 2, 3. Das sollte reichen. Dann machen wir da nochmal 2 Saplings hin. Aber Apple Oak. Was ich ja auch mal versuchen wollte, aber was leider nicht geklappt hatte. Ich wollte von Biomes for Plenty die Apple Saplings, weil ich weiß, dass sie sehr viele Äpfel geben. Zu viele. Ich wollte schon sagen, mach mich jetzt nicht schwach. Wollte ich eigentlich die in die Forestry-Farm setzen, weil wir dann echt unendlich von den damit schnell von den Äpfeln hätten, aber die funktionieren leider nicht in der Forestry-Farm. Einen da und einen da. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis sie groß sind. Ich würde sagen, das beschleunigen wir nochmal ein bisschen was mit Bohnenmehl. Oh, die ist schon am Wachsen. Komm, die Knochen sind mir gerade was teuer. Die schmeiße ich jetzt mal in den Pulverizer. Damit wir jetzt noch ein bisschen mehr rausbekommen. Oh, haben wir noch einen Zombie-Kopf bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Zombie-Köpfen machen soll, wo wir sammeln schnell. Ich habe gerade gedacht, die wäre schon wieder einer unterwegs. Ist er jetzt zu nah? Setzen wir den mal dann hier hin. Ah. Und du, Kollege, kommst dann mal hier hin. So, und jetzt heißt es, soweit ich das weiß, eigentlich nur noch warten.
Und dann kann es sein, dass sie sich hier kreuzen durch die Bienen. Wenn dann halt Bienen da sind. Und das kann man daran sehen, dass sich hier die Blätter von denen halt kreuzen. Was ich jetzt aber, glaube ich, dafür erstmal mache, wird zwar nicht schön aussehen, aber muss es auch nicht, wird es nutzvoll sein. Um die Birch-Saplings tun wir mal da zurück. Die können da rein. Und dann machen wir jetzt mal hier so einen kleinen Hochweg. Das Ganze mal. So. Damit wir das dann auch von hier oben dabei begutachten können, wann und wo sich welche kreuzen. Ne, der sieht nicht anders aus. Aber naja. Versteht es natürlich schön aus, muss es aber auch nicht erstmal. Hier sieht ja eh noch nicht alles schön aus. Wird auch alles irgendwann begradigt und so weiter. Mache ich, wenn ich mal die Lust dafür habe. Aber naja. Ich würde sagen, das war es dann auch für diese Folge. War mal halt ein bisschen unproduktiver, in Anführungszeichen. Ja. Dann schaue ich mal, was daraus wird. Ich lese mich da auf jeden Fall nachher nochmal ein. Genauer in die Baumzucht. Und vielleicht fangen wir jetzt gleich auch schon mit einem. Oder sagt ich gleich, eher in der nächsten Folge. Boah, ich bin gerade so ein bisschen ungeduldig. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht fangen wir auch in der nächsten Folge dann schon mit einer weiteren Mod an. Auf jeden Fall bedanke ich mich mal jetzt fürs Zuschauen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ihr kennt den Rotz. Einfach alles in die Kommentare schmeißen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tech World 2 mit mir, eurem Deutsch-LP. Bis dahin, tschüss.